Hallo grüß euch, in dem Video geht es um die Frage, was mache ich, wenn ich einen Mac-Computer habe und trotzdem Esri Arcis benutzen will. Ich kenne mich da ein bisschen aus, ich benutze mich selber auch Mac-Computer. Man sieht da, ich habe ein MacBook Pro, ein bisschen älteres, aber benutze seit vielen Jahren trotzdem Arcis unter Windows auf dieser Maschine. Bevor ich erkläre, wie das geht, möchte ich nur erwähnen, damit es eh jeder weiß, es gibt auch Alternativen zu Esri Arcis. Vor allem sei da das QGIS erwähnt. Das ist ein Open Source Programm, das plattformunabhängig funktioniert. Das heißt, es geht auf Windows, Mac und Linux und funktioniert mittlerweile auch schon ziemlich gut. Wird an der BOKU teilweise auch schon in der Lehre verwendet. Also nur damit ihr es wisst, wenn es um eigene Sachen geht, mit GIS zu machen, QGIS ist eine super Alternative zu ArcGIS. Gut, aber jetzt zur eigentlichen Erklärung. Nochmal da Vollbild. Also, wir haben das ArcGIS und ihr wisst, auf einem Windows-Rechner läuft das wie gewohnt, ganz normal, kann man einfach installieren. Und was machen wir jetzt mit dem Mac? Da läuft es nämlich grundsätzlich mal nicht. Also grundsätzlich, wenn man normale Voraussetzungen hat, geht das einfach nicht. Also ArcGIS liebt Windows und Mac-Systeme haben das normalerweise nicht. Natürlich gibt es da Wege darum herum und vor allem geht es darum, dass man Windows zusätzlich installiert, mehr oder weniger, auf seinem Mac. Und da gibt es zwei Wege, zum einen Multi-Boot-Systeme und zum anderen Virtualisierungssoftware. Multi-Boot-Systeme sind einfach Systeme, die erlauben, dass du zum Beispiel, wenn du den Computer einschaltest, auswählen kannst, ob du jetzt macOS starten willst oder Windows. Sprich, du hast mehrere Betriebssysteme auf deinem Gerät und wählst dann bei Bedarf das entsprechende aus. Und Virtualisierungssoftware ist in dem Sinne anders, das läuft quasi als Programm innerhalb deines Betriebssystems. Sprich, du hast macOS laufen und in einem eigenen Fenster betreibst du dann Windows und darin kannst du dann normal Windows-Programme benutzen. Genau, also das sind die zwei groben Varianten. Und bei den Multi-Boot-Systemen gibt es netterweise was Vorinstalliertes. Unter macOS, das heißt Bootcamp, der Bootcamp-Assistent. Und der hilft einem sozusagen, Windows zusätzlich zu installieren auf seinem Gerät. Und dann kann man quasi, wenn man das Gerät einschaltet und der Taste gedrückt hält, kann man dann sagen, ja, ich möchte halt nicht macOS starten, sondern ins Windows. Deswegen schauen wir da kurz auf die Website, wie das Ganze ausschaut. Ich habe das da offen. Es gibt nämlich eine super Erklärung, also diese Links, die gibt es in die Videobeschreibung auch rein. Unter Google findet man hier auch alles, wenn man weiß, wonach man sucht. Da so eine kurze Erklärung, Windows 10 mit Bootcamp unter macOS installieren. Ihr seht, das Bootcamp-Programm schaut so aus. Voraussetzung ist natürlich ein nicht ganz zu altes Gerät. Voraussetzung ist auch natürlich ein gewisser Speicherplatz, der frei ist, weil dieses Bootcamp erzeugt eine Partition auf der Festplatte, auf der nachher Windows installiert wird. Genau. Wie das Ganze läuft, ist hier grob erklärt, aber man ist es eh gewohnt vom Mac, es ist relativ benutzerfreundlich. Das Bootcamp führt einem da schön durch. Sprich, man startet Bootcamp, man macht eine Partition und installiert dann Windows drauf. So ganz einfach gesagt. Ihr braucht natürlich Windows dazu, sprich, ihr braucht, weiß ich nicht, woher ihr das habt, das kann man sich kaufen, Windows, auf einem USB-Stick oder auf einem Disk. Und das Bootcamp versteht es dann und installiert Windows dann drauf. Und das war es im Wesentlichen. Und hier steht es dann eh nochmal erklärt. Um dann zu wechseln, kann man das so einstellen, dass man zum Beispiel beim Start die Alt-Taste drückt und dann gibt es das quasi zur Auswahl. Das schaut dann ungefähr so aus. Also dann, bevor ihr überhaupt zur Anmeldung kommt von macOS und die Taste drückt, dann gibt es dann die Auswahl, eben ob man Macintosh starten will oder halt Bootcamp, sprich Windows. Also das wäre die eine Variante. Es gibt da auch andere Programme, die das können. Das wird dann ein bisschen komplizierter, aber diejenigen von euch, die sich besser auskennen, die finden diese Programme eh selbstständig, würde ich sagen. Aber für normale Anwender ist dieses Bootcamp wirklich praktisch. Also das ist, was auch ich verwende seit langer Zeit. Das macht quasi den Mac zu einem ganz normalen PC und du kannst alles ganz normal drauf machen. Für die Leute, die Computer spielen, ist das auch praktisch, weil dann hat man vollwertiges Windows-Gerät auch. Gut, jetzt noch zu den
anderen Programmen zur Alternative Visualisierungssoftware, Virtualisierungssoftware. Da gibt es vor allem zwei. Sehr bekannt ist das Parallels Desktop. Das ist sehr benutzerfreundlich und einfach, kostet aber Geld. Und alternativ dazu gibt es eben VirtualBox. Das ist auch wieder plattformunabhängig und Open Source, dafür etwas komplizierter natürlich. Wir schauen kurz die Webseiten an, damit ihr das mal seht. Also von Parallels, ihr seht, dass die Website, so schaut das aus und da kann man sich schon sehen, du hast dann quasi in deinem macOS, kommt dann so ein Fenster, wo du dann in dir Betriebssystem drinnen laufen lassen kannst. Also es muss nicht Windows sein, das kann dafür mehr. Wenn man schaut, man kann, wenn man eine neue Lizenz will, kostet halt in dem Fall 80 Euro. Genau. Aber das Ergebnis ist eben dann dieses. Ist von der Leistungsfähigkeit allerdings eingeschränkt. Also wenn es um Leistung geht, um viel Berechnungen und so, wäre das nicht zu empfehlen, weil dadurch, dass es in einem Fenster läuft, in einer virtuellen Maschine quasi, bekommt es einfach nicht die volle Leistung von deinem Gerät. Das heißt, wenn es um Leistung geht, würde ich bei Bootcamp bleiben. Genau, die zweite Variante, eben die Open-Source-Variante, VirtualBox, damit habe ich keine Erfahrung, ehrlich gesagt. Die Seite ist auch nur auf Englisch, das heißt, da geht es auch wieder, das ist eher für erfahrenere User, würde ich sagen. Aber wenn wir da unter Screenshots schauen, kann eben genau das Gleiche. Da so ein Beispiel. Hast du dann auch dein macOS und in einem Fenster läuft eben dann der Windows sozusagen. Also das sind quasi eigentlich im Wesentlichen die Möglichkeiten. Da sieht man das nochmal. Also so schaut es aus. Mit diesen Varianten entweder man hat zwei Betriebssysteme parallel, die man dann aussucht, oder man hat in einem Fenster zusätzlich ein virtuelles Betriebssystem quasi. Mit denen schafft man es auch, dass Akis Mac lieb hat. Und es funktioniert grundsätzlich sehr gut, meiner Erfahrung nach. Also ich habe ältere Macs, aber das Windows läuft ziemlich uneingeschränkt und habe noch nie Treiberprobleme gehabt. Und dann, wenn ihr das eingerichtet habt, das GIS, wie man das bekommt, das will ich jetzt nicht lange erklären, da gibt es auf der Boku-Website, googelt einfach nach Boku Akis, die bekannte Erklärung. Also ihr braucht quasi einen Key, um es zu aktivieren und dann ist das eh relativ gut erklärt, wie man es installiert. Genau, das war es eigentlich bezüglich Akis auf dem Mac.